70-0. 70-0. Sagst du, bist du, ne? 70-2, habe ich gesagt. Ja, 70-2, 70-0. Jetzt gerade bin ich 102-0. 102 minus 5. 102 minus 13. Soll ich weitermachen? Nein. Hier oben ist irgendwie nicht mehr so viel Spannendes. Ach, ich gehe jetzt auch zurück, weißt du? Wir treffen uns daheim. Ich mache vorher noch die Zombie-Pigment wütend. Ja, genau. Du weißt, dass ich ganz viele Sachen habe, die du haben willst. Ja, das sagst du jetzt so. Du weißt, dass ich ganz viele Sachen habe, die du haben willst. Die teleportiere ich alle in meine Kiste. Ich habe so einen Mod. Da brauche ich nur eingeben, TP Matthias Items in Chest. Mhm. In Crest. Chest. Egal. Dann kommen sie in meinen Brustkorb. Ah. Trautes Heim, Glück allein. Ich hasse den Nether. Ich finde den Nether so fies. Froh, wieder daheim zu sein. So, schön. Jetzt spiele ich auch noch mit dem Gaszieher. Kommst du denn? Also findest du zurück oder soll ich dir noch irgendwie helfen oder so? Ach. Du und helfen. Ich habe sogar Magma Cream. Was kann man denn mit Magma Cream machen eigentlich? Weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube auch irgendwie so Zaubertränke und so ein Krempel. Ich hätte so gerne mehr Pfeile. Oh, jetzt habe ich schon keine mehr. Das ist natürlich schlecht. Alter, ist hier viel Glowstone noch. Enchantment Coast 9. Was mache ich denn? Was? Was machst du denn da? Hast du es repariert? Ich hab's ein bisschen repariert, ja. Für 2 Diamanten kann ich es, glaube ich, ganz reparieren, oder? So ziemlich. Das kostet mich Level ohne Ende, ne? Okay. Ja, ja, genau. Das tut es. Ich glaube... Hier könnte man eine kleine Schmiede bauen. Das ist total cool eigentlich. Ich bin irgendwie eine Etage höher jetzt oder so. Als das Portal ist. Und hier ist noch verdammt viel Glowstone und Quarz. Oh. Das ist geil. Also vor allem... Ja. Vor allem Glowstone ist schon... Ich glaube nicht, dass wir davon genug haben. Oh, hier sind auch noch 21 drin. Ich bin jetzt auch zwischen wieder so ein bisschen gefangen. Dank diesen Mistviechern hier überall. So. Ich kann mich zwar ein bisschen verstecken hier. Hinter dem Glowstone, den ich abbaue. Ja, soll ich dich da nochmal rausholen kommen oder was? Irgendwie. Wow. Weiß ich nicht. Irgendwie musst du ja. Irgendwie muss es ja möglich sein, dich da mal zu retten. Ich brenne! Ach, diese Scheißbiester. So, ich komm nochmal rein. Und dann gucken wir mal, ob ich dich irgendwie finde. Ich müsste ganz in der Nähe vom Portal sein, eigentlich. Oh, hier schießt ja jemand. Ja. Ich sehe es nur nicht und ich weiß nicht ganz genau, wo es ist. Also eigentlich müsste ich es sogar sehen. Fast. Hier ist ja ein Krisenherd. Ja. Sag bloß. Da habe ich einen erlegt. Tja. Okay, dann bist du ja wirklich ganz in der Nähe hier. Ja, ja. Ich weiß noch nicht so ganz. Ach, nee, das bist nicht du, das ist so ein Zombie-Viech. Also ich sehe da oben. Alles. Ich sehe da oben auf jeden Fall den Glowstone. Ich bin hier unter Zombie-Viechern. Hab ich dich da gesehen? Ach, scheiße, jetzt hat er mich erwischt. Ich sehe das Vieh.
Schieß es ab. Ja, kein, womit denn? Weiß ich doch nicht. Womit denn? Mit rechts? So. Jetzt gehen wir mal. Der Soul Sand sieht ein bisschen merkwürdig aus. Auf diesem Texture Pack. So ganz viele. Ganz viele. Totenköpfe drauf. Ja. Ach, jetzt noch so viel Krempel. Ich komme zu deiner Rettung. Ich sehe dich schon. Okay. Also deinen. Warum schaffe ich es denn nicht, diesen. Ich kann eigentlich gar nicht so weit weg sein von dem Portal. Du bist ziemlich direkt da drüber. Bleib mal da stehen, wo du bist. Ja, das kann sein. Du müsstest mich eigentlich auch schon sehen. Ich komme gleich aus der Erde. Dachte ich mir. Oh shit. Das hat nicht so gut geklappt, wie ich das wollte. ich muss mich wieder nach oben graben. Moment. Hä, hey, bist du runtergefallen? Ja, hier war plötzlich ein Loch. So. Ich gehe jetzt mal, ich flüchte mal gerade so ein bisschen hier. So, hier bin ich. Oh, hier brennt ja echt alles. Ja. Schießt ja auch die ganze Zeit dieses Viech auf mich und ich renne hier rum wie so ein Wilder. Versuche es zu bändigen. Okay. Nehmen wir den Quarz hier auch nochmal mit. Ah, hier ist auf jeden Fall noch ganz schön viel Krempel. Ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Da oben ist noch ganz viel Glowstone. Auf der anderen Seite war auch noch Glowstone, hab ich gesehen. Lecker Quarz. Wo bist du jetzt? Ich bin. Ah, okay, da. Hier. Wo geht's denn hier runter jetzt? Da vorne habe ich was gegraben. Mann, diese Biester sind echt ganz schön groß, ne? Ja, das Problem ist, dass du da eigentlich nie, dass du da halt nie richtig rankommst, ne? Ohne Bogen. Na ja, gut. Komm, nimm mir noch den. Den Glowstone hier mit. Wo? Was? Wie? Den hier. Achso, ja. Das war der, hinter dem ich mich versteckt habe. Zwischenzeitlich. Ja, den brauchst du jetzt nimmer. Den brauchst du nimmer. Wollen wir mal heimgehen? Ich bitte darum. Okay. Oh, da liegt eine Gasttier. Okay. Eine Träne. Wo habe ich denn jetzt? Wo war denn das Loch, was ich gegraben habe? Das weiß ich nicht. Jetzt mal wieder finden hier. Vielleicht brennt der Eingang oder so. Ist hier eine Treppe hochgebaut oder? Ja, komm. Lalalala. Ja, ja, ich komme. Gut. Naja, ach doch, so viel höher war ich noch, ja. Wieso schießt das Vieh immer noch auf uns? Sieht uns das noch? Ich weiß es nicht. Ist vielleicht auch wieder ein anderes jetzt. Es gibt doch ganz schön viele davon. Hm. Gut. Oh, ich meine, meine Spitzhacke wieder ein bisschen kaputter gemacht, aber gut. So. Und jetzt disconnecte ich mich gleich erstmal mit dem ganzen Krempel. Mhm. Spitzenidee. Ah, hallo, heile Welt. Ja, jetzt ist wirklich total entspannt dagegen, ne? Schöne Stimmung, alles gut. Schon immer ein bisschen. Oben links ist die, oben rechts ist die erste Kiste, hier ist die Netherkiste. Ach ja. Muss da mal ein Schild für bauen. Ja, Weed kommt da nicht rein. Nether Brick Fence, aha.
Was du alles gesammelt hast. Oh, und 3 Magma Cream. Oh, und drei Blaze Rods. Irgendwo, Magma Cream hört sich total geil an. Vom Prinzip her. Voll lecker. Klingt so ein bisschen wie so eine fancy Eissorte. Ja, oder genau. Sowas, ne? Wie irgendeine Ben & Jerry's Magma Cream. So mit Kirsche und Schokolade. Und Waldmeister. Und irgendwas Perversem. So ein Kuchenstück drin oder irgendwie so. Haferflocken. Ja, Haferflocken. Haferflocken ist nicht lecker genug. Was? Kuchenteig oder sowas. Roh oder was? Ja, genau. So kleine, zart schmelzende. Ich meine, die machen ja auch das Cookie Dough. Da ist ja auch Keksteig drin. Und das schmeckt fantastisch. Sind das nicht Kekse ganze oder was? Nee, das ist wirklich Keksteig. Ja. Product Placement. Taco Bell, Taco Bell, Product Placement with Taco Bell. So. Puh. Hast du dich ausgeleert? Nicht ganz. Hab noch so ein bisschen Krempel. Ich guck mal, ob das Rindvieh schon groß geworden ist. Ach, hier, das Schweinchen. Schön wieder rausgeglitscht, ne? Hier, komm mal her. Komm mal her, kleines Schweinchen. Komm mal her. Ja. Komm mal her. Mal angelaufen hier. Genau, schön in den Schweinestall. Und da ist der Matthias weg. Alles. Oh, ach, da bist du wieder da. Keine Ahnung, die Verbindung war kurz beendet. Ja. Keine Ahnung, Skype. Ja. Ich dachte schon, der ist jetzt irgendwie... Nö, der irgendwie ist erst in 4 Stunden so. Nicht durch den Zaun glitschen, ihr Biester. So, komm, Reed, was machen wir mal für ein Schaf? Können wir mal ein weißes und ein blaues machen? Mit, ja. Wird das hellblau? Ja. Sollte. Obwohl, das sieht eher weiß aus jetzt bei mir, was da rausgekommen ist. Hier sind vor allem schon wieder Schweine drin. Wieso sind hier Schweine drin? Ja, Alter. Das Scheiße ist, wie du die an den Zäune hier gebaut hast, ne? Wieso denn? Ja, weil das nicht so funktioniert, wie es soll. Weißt du was, jetzt muss ich doch mal hier das Ferkel. Nee, ich mach das Ferkel nicht kaputt. Komm mal her, Ferkeli. Ferkeli-di, Ferkeli-di. Ferkeli hier, hier hoch, komm. Polygamie, Polygamo. Polygamia, hier ho. Es war einmal ein Hamster, der hatte der Weiber 4. Komm raus jetzt hier. Komm raus, Schweinchen. Komm raus, kleines Schweinchen. Komm raus, kleines Schweinchen. Komm rein, kleines Schweinchen. Oh, die sind so süß, die bewegen sich so schnell. So, kommst du, klein... so schlägt. Ja, kommst du, kleines Schweinchen, denn jetzt auch rein? Oh, die kleinen Kälber. Die sind voll Kälber? Süß. Klein Ferkel. So süß sind die kleinen. Kalbschnitzel. Naja. So. Die verabreden sich hier wieder, wer zuerst glitschen darf. Dieses Geglitsche geht mir auf die Eier. Richtig auf die Klötze. So, jetzt habe ich die Schnauze voll von euch. Jetzt werden sie alle umgebracht. Demnächst. Ein bisschen fetter sollen sie noch werden. Und dann werden sie alle gekillt. So, da wächst ja schon wieder ein bisschen was. Hier ist auch schon wieder bald wieder was fertig. Sehr schön. Sehr schön. Hier ist das Glas fertig. Kakaobohnen muss ich mir auch mal ein paar anbauen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie benutze ich die nicht. Ja. Also Kekse sind wirklich so absolut für den Arsch. Ja. Geben eins zurück und halten quasi gar nicht vor. Also das ist echt, da kann man sich auch irgendwie Schuhcreme auf die Zunge schmieren und Barbecue-Soße drüber gießen. Das hat, glaube ich, genau den gleichen gesundheitlichen Effekt. Oh, ich habe noch 23 rohe Steaks. Steaks! Na sowas. Und ich habe auch Eier, das heißt, ja, 11 an der Zahl. Ich könnte auch schön Kürbiskuchen machen. Lecker. Lecker fein. Komm, das machen wir jetzt mal. Schön lecker hier. Sugarcane. Mindy, sweet as the sugarcane. Der Zucker sieht zwar ein bisschen mehr aus wie Mehl hier, aber
Ist ja wurscht. Was weißt du denn? Was weißt du denn? Das ist ja hier und da und so. Hm. Pumpkin Pie. So. Ah, ich finde, der Pumpkin Pie sieht wirklich so lecker aus. Wie Karskuchen. Was machst du denn da? Gar nichts. Sieht aber gar nicht nach gar nichts aus. So, Glas kommt obenai. So, habe ich hier auch noch Glas? Ja. Obenai, obenai. Ach so, hier ist noch ein bisschen Kohle. Echt? Aber Fackeln brauchst du, glaube ich, auch bei Zeiten. Die kann sich ja jeder immer machen, wenn er sie braucht. Glaubst du, ich mache jetzt hier den gigantischen Fackelnvorrat für alle oder was? Ja, sicher. Ja, glaubst auch nur du. Vorher geht das Kamel durchs Nadelöhr, sagt man so schön. Ja. Ich glaube, diesen Spruch habe ich noch nie benutzt. Ich kannte solche Sachen immer von unserem Chemielehrer damals. Wie viel hat eigentlich jetzt der Block hier an Eisenkosten hervorgerufen? Das möchte ich jetzt mal wissen. Ähm, 31. Alter Schwede. Glaube ich. Drei Blöcke, 9 Eisen plus 4 unten drunter. Ja, ja. Sollte. Oh, nee, du hast da jetzt oben nicht einen Kaktus reingebaut, ey. Was, wo? Ja, wie, was, wo? Hier ist ein Kaktus steht im Zimmer und das weiß ich ganz genau, dass du so eine Scheiße machst. Das stimmt. Ja, hör auf, du bringst mich um. Ja, Strafe muss sein. Als Belohnung teleportiere ich dich gleich wieder in mein Schwert. So, wo bist du? Ey, du holst dir jetzt kein Equipment daraus. Scheiße. Ey. Oh, eine Möhre. Oh, na, wird schon gefährlich, hä? Da komm her. Na, na? Na, wer sitzt am längeren Hebel? Ja, du hast das stärkere Schwert, ist das Problem. Und die bessere Rüstung. Wie viel hatte ich die abgezogen? 2 Stück oder 1,5 oder sowas pro Schlag, glaube ich. Oder 2. Naja, ich hab's auch. Ich wollte dich gar nicht wirklich umbringen. Bist du jetzt oben beim Bett gespawnt eigentlich? Nö. Ich bin irgendwo in freier Wildbahn. Was ein Scheiß. Aber ich habe auch letztes Mal nicht in dem Bett geschlafen, ne? Also insofern. Musst du immer in dem Bett schlafen? Du musst wenigstens einmal wieder da deinen Spawnpoint halt reinsetzen, ne? Ach so, okay. Okay. Alter, ich komme nicht aus der Tür raus. Es geht nicht. Kakao Beans. Rotten Flesh. Sugar Canes. Guck mal, Kuh, das ist Erde. Ach so. So, fütterst du meine Kühe mit Erde? Hm. Ich wollte denen was beibringen über die Welt. Wann hast du den Kaktus gesetzt eigentlich? Das war letztes Mal. Das war das zweite, oder was? Ja, ja. Ah, okay. Ja, dann muss ich hier irgendwie, keine Ahnung, mal den Fußboden rausruppen oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas ist. Ja, das muss unterm Fußboden sein. Was du mir hier versteckt hast. Oder in der Treppe. In der Treppe könnte auch sein. Aber da ist nichts. Doch, jetzt eine kaputte Treppe. Das ist wohl wahr. Und eine kaputte Axt. Das stimmt.
Ah, die war ja vorher auch kaputt. So. Kann ich mir nicht irgendwo muss das. Das muss ja. Das muss doch unter dem Boden sein, verdammt noch eins. Das ist im Haus, sagst du. Ja, ja. Ja, dann bleibt wirklich keine andere Möglichkeit, aber da habe ich den Boden schon teilweise aufgeruppt. Hab's nicht gefunden. Verdammt noch eins. Du legst jetzt schon wieder irgendwas irgendwo hin, ne? Nee, ausnahmsweise gerade nicht. Na gut. Okay. Gut, dann beenden wir mal hier die Aufnahme. Ja. Ich sag, Dankeschön, dass du nichts irgendwo versteckt hast dieses Mal. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal. Bis dahin, DJX out. Tschüss.